Ja, hallo ihr Lieben. Wir machen uns heute ein weiteres Tunnelportal, allerdings diesmal nicht aus Trittschalldämmung, sondern aus einer Dämmplatte und auch kein einzelnes, sondern ein doppeltes. Und es passt sowohl für die Märklin-Radien R1 und R2 vom Spurabstand, als auch für alle anderen, die es so im Modellbaubereich gibt. Und ich habe mir da jetzt mal eine kurze Zeichnung hier auf die Dämmplatte gemacht. Und wir haben hier eine Höhe von 12 cm, eine Breite von 18 cm und das Tunnelportal an sich, also der Eingang, hat später eine Höhe von 10 cm, eine Breite von 12 und an der breitesten Stelle eine Breite von 14 cm. Gut, und zuallererst machen wir uns jetzt daran natürlich, das Ganze hier mal auszuschneiden. Also los geht's! So, ausgeschnitten haben wir das Ganze jetzt und jetzt müssen wir zunächst die Oberfläche wieder etwas abschleifen mit Schleifpapier. So, dazu nehmen wir uns einfach hier unser Reststück oder unser Ausschnittsstück, nenne ich es jetzt mal, vom Tunnelportal. Machen uns da Schleifpapier drumrum. So, nehmen unser Tunnelportal und schleifen das Ganze schön. So, unser Portal ist jetzt ausgeschnitten und abgeschliffen. Und da wir ja vorher ganz, ganz schlau waren, haben wir ein Stück genommen, wo die obere Kante wieder diesen Absatz hat. Das heißt, wir werden uns jetzt auch hier wieder diese Zinnenansätze wie bei der Burgruine rausschneiden, um einfach einen schöneren Mauereffekt im Endeffekt dann zu haben. Gut, also bis gleich. So, und auch unsere Zinnen haben wir jetzt verbaut, sodass wir theoretisch dann später auch hier oben mal noch ein oder zwei Figuren platzieren könnten. Ja, jetzt machen wir uns ans Mauerwerk, also los geht's. Gut, hier haben wir jetzt unser Mauerwerk drauf gestempelt. Auch auf der Innenseite, oben, überall. Nur auf der Rückseite nicht, da es ab hier sowieso verschwinden wird. Aber so zumindest die ersten zwei Eingangsmeter sind auch mit Mauerwerk versehen. Und jetzt schmücken wir das Ganze noch etwas aus. So, jetzt fangen wir an mit dem Ausschmücken und dazu schneidet man sich einfach Zentimeter auf Zentimeter Stücke und einen halben Zentimeter auf Zentimeter Stücke und beginnt dann die hier so zu mauern. Ich mache das jetzt so, dass ich den ersten Satz, dann die Kante schneide, jetzt den zweiten setze und dann auch wieder die Kante schneide und verklebe das Ganze mit Heißkleber. Ich mache jetzt ein paar Steine und dann zeige ich euch das Ganze, weil es ist schwierig hierbei die Kamera zu halten. So, also wie gesagt, immer abwechselnd und dann einfach die innere Kante abschneiden. Das auf beiden Seiten bis auf die Höhe von 7 cm. Und dann kümmern wir uns um den Bogen hier. So, gut, dann bis gleich. So, jetzt schneiden wir uns die Übergangssteine sozusagen. Und dazu machen wir Folgendes. Das heißt, wir nehmen uns einen großen, schneiden den hier ab. Und wichtig ist, dass ihr dieses Eck dann aufhebt, ja, von beiden Steinen. Wieso? Das zeige ich euch jetzt. Also, das hat ganz einfach den Grund, dass wir hier ja eine gewisse Krümmung oder Schräge brauchen. Um das zu erreichen, setzen wir zuerst hier unseren Kantstein. Moment. Gut, links und rechts sitzt jetzt unser Kantstein. Und jetzt kommen wir zu unserem Verschnitt hier. Und den setzen wir jetzt ganz einfach folgendermaßen hier drauf. So. Jetzt haben wir unsere Verschnittstücke hier drauf gesetzt, und zwar genau passend mit der Kante hier und genau passend mit der Kante hier. Und jetzt haben wir schon einen schönen Anfang hier für unsere Schräge. Als nächstes setzen wir hier den Kopfstein. So, wir haben es jetzt fertig modelliert. Jetzt schneiden wir uns noch hier die Spitzen ab und dann gucken wir mal, ob das Ergebnis zufriedenstellend ist oder nicht. Man muss allerdings auch sagen, diese Steinmodelliererei hier, die ist euch ja völlig freigestellt. Also jeder kann da seine eigene Kreativität auslassen und sich völlig freien Lauf lassen. Gut, also bis gleich.
So, wir haben hier jetzt unser Tunnelportal für zweigleisige Strecken. Ja, über die Steinwahl lässt sich natürlich streiten hier oben. Mir gefällt es persönlich bis hierhin, also bis zu dem Übergang. Diese würde ich jetzt im Nachhinein anders modellieren. Aber es war ja auch mein erstes Mal, von dem her wird es beim nächsten Mal mit Sicherheit besser. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich mega darüber freuen, und wer natürlich nichts mehr verpassen möchte und auch nicht, wie es weitergeht, der sollte auf jeden Fall ein Abo dalassen und die Klingel drücken. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Teil, wenn wir das ganze Ding bemalen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Nachbauen. Euer Bim. Ciao.